Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der ÖPNV News. Ich bin's, der Bio, und freue mich, dass ihr zur heutigen Ausgabe einschaltet. Bevor wir aber gleich loslegen, will ich nochmal ganz kurz Werbung für diesen Dude machen. Train Omsi TV, der aktuell seinen 24-Stunden-Livestream veranstaltet, hat noch ein paar Stunden vor sich. Schaltet doch ein und grüßt ihn doch mal im Namen von ÖPNV-Simulation. Und gewinnen könnt ihr dort auch so einiges. Wir zum Beispiel haben ein Paulaner Speziglas gewonnen. Das finden wir sehr sympathisch. Jetzt geht's aber los mit den News. Wir haben bereits letzte Woche von den verschiedenen MAN-Bussen für Lotus berichtet. Doch diese Woche gab es Neuigkeiten. Die Busse A20, A21 und A37 sollen nun voraussichtlich im Dezember 2020 erscheinen. Des Weiteren gab es eine neue Wasserstandsmeldung, wie weit die Busse aktuell fortgeschritten sind. So heißt es im Lotus-Forum, das MAN-Dashboard ist fast vollständig animiert. MAN-Dashboard-Display, das Display ist bis auf die Fehlermeldung und die Helligkeitsverstellung fertig. Es gibt sogar schon den Night-Modus. Innenfenster, tatsächlich gab es das bis vor kurzem noch nicht. Klappfenster, falls keine Klimaanlage verbaut ist, gibt es Klappfenster. Lichtquellen und Lichträume wurden hinzugefügt. Halteschlaufen und Schmutzfänger können per Fahrzeugkonstante gesteuert werden. Stehender Motor A37, alle Spiegeleinstellungen überarbeitet, verstellbare Fahrersitz entfernt, IBIS, Modulslot eingebaut, Fahrer- und Innenraumansichten überarbeitet. Außerdem wurden noch weitere Fahrzeugvarianten angekündigt. Diese sind der MAN Lion City Ü A20, MAN Lion City BSVG A21 und A40 und MAN Lion City BSAG A37 und A40. Beim A37 und A40 wird Alpa von Dennis K., Entwickler des Projekts Bremen für Lotus, unterstützt. Sofern wir neue Infos haben, geben wir diese gerne an euch weiter. VueUp hat auf ihrer Facebook-Seite ein neues Video veröffentlicht. Die Oberleitungen, welche eure Straßenbahn mit Strom versorgen, wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet, haben unterschiedlichen Höhen und lassen den Stromabnehmer korrekt animiert entlangfahren. Im Clip seht ihr mehr zu ihrer Darstellung und Funktionsweise im Tramsim. Wenn ihr weitere Einblicke in Tramsim erhalten wollt, dann folgt VueUp doch auf Instagram oder der Facebook-Seite. Alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auch gibt es von Projekt Gladbeck mal wieder ein neues Chrono-Event, und zwar am 29.09. mit dem Titel Streik. Die Mitarbeiter der Rheinbahn rufen am Dienstag, den 29. September, zum Streik auf. Deshalb gibt es an diesem Tag ein Chrono-Event beim Düsseldorf DEC, wo dann nur wenige Kurse vom Subunternehmer bedient werden. Wir packen euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken und dort das Ganze euch nochmal direkt durchlesen. Harlicon hat einen neuen DLC angekündigt mit dem Namen Iveco Iris Bus DLC. Veröffentlicht werden folgende Busse, unter anderem der Crossray Euro 5 in einer 12 Meter Variante, in einer 12,8 Meter Variante und als High Value 12,8 Meter. Mit dabei noch der Recreo in einer 12 Meter Variante, in einer 12,8 Meter Variante und der Arway ebenfalls mit einer 12 Meter Variante. Das Ganze ist für den vierten Quartal 2020 angekündigt, ein Preis ist noch nicht verfügbar. Sobald wir aber mehr wissen, lassen wir euch das Ganze natürlich zukommen. Bedienen Sie ikonische Dampfausflüge durch Großbritannien mit der Merchant Navy Clan Line von Bossman Games 35028. Clan Line, die bald zum Train Simulator kommt, so heißt es aktuell. Ein Release-Datum und ein Preis ist aktuell nicht bekannt. Sobald wir hier mehr wissen, erfahrt ihr es hier. Der dritte Teil der Pre-Serve Collection für Transim World 2 erscheint nächste Woche, genauer gesagt am 1. Oktober. Damit werden die vielen deutschen Strecken und Fahrzeuge aus Transim World 2020 für Transim World 2 kompatibel gemacht. In der Pre-Serve Collection 3 enthalten sind die Strecken Main-Spessartbahn, Aschaffenburg-Gemünden und Rapid Transit Leipzig-Dessau. Zusätzlich als Fahrzeug ist dann auch die DBBR 182, besser bekannt als Taurus, mit enthalten. Solltet ihr also ein oder mehrere dieser DLCs für Transim World 2020 bereits besitzen, so könnt ihr diese auch zukünftig in Transim World 2 benutzen und zum Beispiel Szenarien für die Strecken erstellen oder die mitgelieferten Züge im Livery Designer umlackieren. Diese und weitere DLCs könnt ihr auch bei unserem Partner GamesPlanet erwerben, Links dazu sind in der Videobeschreibung. Playway hat vergangene Woche seinen neuen Simulator vorgestellt mit dem Titel SimRail 2021.
Wir haben dazu schon ein separates ÖPNV-News-Video erstellt. Wenn ihr das euch mal angucken möchtet, dort erfahrt ihr alles rund um den neuen Simulator. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Auf dem Discord-Server von Studio Polygon wurden erste Screenshots veröffentlicht von dem neuen Projekt Studio Polygon Renown. Dies ist ein Bus der Firma Wrightbus mit dem Volvo-Motor B10BLE. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der nächste Bus von Studio Polygon erscheinen wird. Sobald es hier weitere Informationen gibt, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns. Und das war es dann auch schon wieder mit den ÖPNV-News. Und hier kann man doch ganz einfach sagen, es war doch sehr sympathisch hier alles. Dementsprechend schaut es doch wirklich nochmal bei Train-Omsi TV rein. Wie gesagt, ein paar Stunden hat er noch vor sich. Würde sich natürlich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Wie gesagt, lasst da auch gerne mal einen netten Gruß von uns da. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche, denn zur nächsten ÖPNV-News-Ausgabe wieder. Ich würde mich freuen, verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.